Wir müssen nicht hoch, ne? Er ist auch schon etwas her, seit ich das gespielt habe, muss man ja ganz ehrlich sagen. bin ich auch ganz ehrlich. Ich glaube, die Stelle kennen wir auch. Hier war eigentlich mal was anderes. Glaube ich zumindest. Im ersten Teil. Oh, okay. Da sind wir doch ganz gut geflogen, oder? Ja. Nicht so laute Geräusche, Alter. Meine Güte, Ezio, hast du das alles verlernt oder was? Der wird doch jemanden verletzen, wenn er so weitermacht. Ich werde gleich dich mal verletzen, wenn du so weitermachst. Was in Gottes Namen hat euch dazu ver... Sorry, Freunde. Boah, ich glaube, die Leute denken auch, ich bin behindert oder so. Hey, bist du noch bei Trost? Schade, es hat nicht geklappt. Und dann sind wir auch da, ne? Wir proposamo. Niemand darf gehen, bevor der Assassine tot ist. Habt ihr verstanden? Signom Kiri Lochaye. Anscheinend hat er uns gefunden. Bamme! Bamme! Jetzt hechtet hinterher. 100% volle Synchronisation. Ich werde darauf nicht achten, ne? Nur mal so, Freunde. Das ist mir relativ egal. Und wir sind ja gerade im dritten Part jetzt schon. Und dann alles schon mal herzlich willkommen an alle. Was machst du da? Oh. Schneller! Oh, okay, ich. Verdammt. Stirb, Bastard! Oh, what the fuck? Junge. Junge, okay, da bin ich am Arsch gewesen, aber nur, weil ich schon so nah dran war und der Winkel natürlich eine Scheiße war. Oh, okay. Komm, geh nach vorne. Los! Komm schon, nein. Okay, komm. Komm schon. Weiter nach vorne. Komm schon. Ich vertraue, faith in you und so. Ich bin ja fast da. Das wird auch immer schwieriger für ihn, mich abzuschütteln. Oh Gott. Okay, es wird immer schwieriger für ihn. Und ich werde direkt getroffen. Und ja, jetzt, Kinder. Zur Hölle!
Ach, diese Action Ezio, ey. Jetzt kommt diese Kutschenfahrt, ey. Nee, ist auch ätzend. Das war's mit der Kutsche. Oh fuck, oh fuck. Natürlich sollte ich das jetzt nicht machen. Oh Gott. Ezios Kutsche ist natürlich schon labil. Ja, okay, das werde ich wohl nicht schaffen. Weil auch immer auf meiner Seite die Scheiße ist. Ja, gut. Das wollte ich wohl nochmal neu machen. Das war aber zu erwarten. Bin ich ganz ehrlich. Habe ich natürlich. Natürlich kassiert. Oh, oh, what? Weg hier, Alter. Oh. Oh, 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 oh. Oder da habe ich Schaden bekommen. Krieg ich eigentlich die ganze Zeit Scheiße? Okay. Nimm dies! Stirb, Bastard! Haltet ihn! Haltet ihn! Die harte Tour. Die Straße keinen Moment aus den Augen, habt ihr mich verstanden? Niemand darf hier durch! Leandros! Da! So, so, seht, wer aus seinem Loch gekrochen kommt, um zu sterben. Er ist so gut wie tot. Erledigt ihn! Bringt mir seinen Kopf oder werft euch in die nächste Schlucht! Verwundeter Adler. Der Tempelhauptmann Leandros hat sie zum Sterben zurückgelassen. Finden und eliminieren sie ihn und beschatten sie das Tagebuch. Ja, müssen uns 5 Wachen aus einem Heuhaufen heraus eliminieren. Werde ich mal nicht machen. Hab ich keinen Bock drauf. Ich werde jetzt einfach durchrennen. Alle killen, durchrennen. Weil ich jetzt keine Ahnung, was los ist, was abgeht. Du erstmal weg. Du bist weg. Junge, ihr denkt, ihr könnt es mit mir aufnehmen. Kurz, das Plündern dafür muss allzeit sein. Dafür muss immer Zeit sein. So.
Ja, uns geht's natürlich scheiße, deswegen können wir auch so scheiße gelaufen. Nicht alle Funktionen sind bei uns vollständig, beziehungsweise können wir ausüben. Meine Güte. Okay, wir fahren mit hoch. Früher war das einfacher. Meine Güte. Kurz hier warten. Da ist Leonrus lang gelaufen. Das ist schon mal gut zu wissen. Nichts merkwürdig. Ich kill vor euren Augen einen Typen von euch. Und jetzt denkt ihr, ja, irgendwas ist an ihm komisch. Ja, natürlich ist irgendwas an ihm komisch. Meine Güte, ey. Ganz ruhig, Freunde. Alter, wie der rumschreit, das ist nicht mehr normal. Hausierer? Sieht aber nicht so aus. Worum es auch gehen mag, lasst mich aus dem Spiel. Bitte. Beschütze mich. Fall hin, Junge. Ich brauche all dein Geld. All dein Geld brauche ich. Ach, wie könnt ihr es wagen? Das ist auch Unrecht. Wenn die Leute euch hier tyrannisieren, befreie ich gerade auf den Templern. Ist das nicht geil? Das ist richtig geil. Kennst du diesen Mantel? Clay ist hier reingegangen. Kurz. Die, was ist mit euch los eigentlich, weißt du? Kann es sein, dass du wirklich so tödlich bist, wie die Legende behauptet?
Oder kommandiere ich ein Heer von Säufern mit Holzschwertern? Genau da lang, Ezio. Jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Nicht für mich und nicht für dich. Tötet das Schwein! Bringt ihn um! Jetzt! Da! Auf ihn! Oh. Ja, das ist schon besser. So. Ich weiß nicht, etwas in deinen Augen sagt mir, dass dieser Scheiß. Schnellster Weg zum Leandros ist hier lang. Gerade herausgefunden. Treffen die dich oder so? Alter, was ist denn mit denen los? Sie treffen wirklich. Gib dein Bestes, Malaka! Boah, ist der dumm, der Leandros, ne? Hätte ein paar Mitstreiter gehabt. Wie schwer kann es sein, dich zu töten, hä? Warum stirbst du nicht? Eine gute Frage. Hörst du denn nie auf zu winseln? Das Buch, das ihr tragt, wo ist es? Nicolopolos Tagebuch? Das wird dir nicht helfen. Nicht mehr. Wir haben schon einen der Massiv-Schlüssel gefunden. Und bald auch die restlichen. Was in der Bibliothek ist, ist nicht für euch und nicht für die Templer. Behalte Altairs Bücher, Ezio. Wir suchen nur Orientierung. Wir suchen nur Hinweise zum Standort des großen Tempels. Des großen Tempels? Erzählt mir mehr. Los. Requiescat in pace, bastardo. Sehr gut. Dieser Apfel, er ist wirklich ein bemerkenswertes Stück. Hier, das Material. Hart wie Stahl und doch leicht. Willst du wirklich mit dem Ding herumspielen? Jawohl, das will ich unbedingt. Ich habe lange darauf gewartet, einen in die Finger zu bekommen. Okay, du machst mich echt nervös, Bill. Keine Sorge. Ich glaube, ich habe nicht die richtigen Gene, um ihn zu benutzen. Oh, aber Desmond schon, glaubst du?
Ja. Und deswegen suchen wir jetzt die Schlüssel. Was war das denn gerade? Du hast rumgeschnüffelt. Und zwar außerhalb der Desmond-Partition. Und als der Animus dich fand, verschob er dich wieder hierher. Er befolgt nur Befehle. Wie ein Absturzschutz. Er versucht, deinen Armkopf intakt zu halten. Ob du willst oder nicht. Und was genau machst du eigentlich hier? Spielen. Lernen. Warten. Vor allem warten. Ich lenke den Animus ab, so gut es geht. Für dich, damit du dich umsehen kannst. Ansonsten würde er dich jagen wie ein Virus und dich löschen. Oh, ein Schutzengel also. So etwas gibt es nicht. Ja, ich. Danke. Gut, Checkpoint erreicht. Wir hören auch gerade zu, was sie zu sagen haben. Wenn noch was zu sagen haben, wir warten ein paar Sekunden. Sean, ich bin's. Was ist los? Seid ihr am Flughafen? Ja, wir mieten einen Jet. Kommst du auch? Ja, ich bin bald da. Gut. Sie wurde schon begraben. Ich weiß. Auf einem kleinen Friedhof bei Rom. Ganz nett. Oh Gott, wie schnell so eine Scheiße passieren kann. Liegt Desmond noch auf Eis? Ja, wir messen sehr viel Hirnaktivität. Aber ohne das Überwachungssystem können wir nichts aufzeichnen. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Wir sehen uns bald. Genau. Ja, das war's eigentlich jetzt auch schon für diese Aufnahmesession, sage ich jetzt mal. Ich würde gerne jetzt noch speichern. Wie war das nochmal? Speichergerät. Festplatte. Bestehende Speicherten überschreiben. So. Genau. Ich wollte mich bedanken. Erstmal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Abo da. Ansonsten könnt ihr noch eine Bewertung da lassen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich ein Like. Und wenn es euch gefallen hat, ein Dislike. Ansonsten schreibt noch einen Kommentar hin, damit ich sehen kann und lesen kann, wie ihr die Folgen fandet und so, was man verbessern kann und so ein Shit. Ihr wisst, was ich meine. Und deswegen haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss!